Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Frostpunk. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir festgestellt, wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir diese Quest erfüllen, wie wir diese Quest erfüllen. Hier brauchen wir 600 Stahl, 600 Holz, deswegen habe ich erstmal die Produktionsgeschwindigkeiten eben jener Baustoffe erhöht. Mit der Kohle werden wir noch 4 Tage auskommen. Das 80 Food pro Tag sollte auch passen. Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich sehr, sehr beeilen, denn hier... Oh, ein Steam Core. Sehr gut. 3. Und jetzt ganz schnell zurück. Wie lange braucht er? Nur 16 Stunden. Das hier können wir noch riskieren. Okay, damit können wir jetzt anders planen. Wir werden also 4 Steam Cores bekommen. Einen brauchen wir für das Automaton, was wir mit dem Rettungsding wegschicken. Und ja, dann lassen wir mal laufen, denn dann können wir uns hier um Kohlesachen kümmern. Denn eventuell brauchen wir noch eine weitere Produktionsstätte für Holz. Die Frage ist, können wir noch so eine Wandbohrung machen? Weil dann können wir nämlich mit einem Wandbohrer das da rausholen. Wo war denn das? Oh! Ein Automaton ist frei geworden. Ja, genau. Dann haben wir nämlich den Salat, sozusagen. Hier können wir nochmal Holz holen. 120, ja, wir brauchen ja im Moment Holz und Stahl. Dann holen wir hier mal das Holz weg. Also meine Überlegung war folgende. Wir können ja hier diesen... wo ist er denn? Walt, ach, da brauchen wir einen Kern für. Hm, okay. Und ein Sägewerk, ist das schnell gemacht? Das wäre schnell gemacht, aber auch ein bisschen Verschwendung wahrscheinlich. Und das dann hier reinstellen oder hier hin? Hm... Ich weiß es noch nicht. Das hier war ja das höchste Upgrade, was wir haben, ne? Oder kommt man da noch mehr auf? Wir brauchen ja diese Klamotten jetzt. No. Das war das. Achso, den können wir noch verbessern. Oh, 2 Kerne. Mit 230 Holz am Tag, 187. Ja, also die Kerne müssen herbei. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und, ja, auch hier. Wenn ich hier noch irgendwas tun kann, um das zu optimieren, dass wir hier mehr... Eventuell brauchen wir noch mehr Leute, die rohe Nahrung herstellen. Wir haben natürlich jetzt 2-mal rohe Nahrung unterwegs. Ne, einmal. Ne. Hä? Wo sind die jetzt hin? Hatten wir nicht in einem Schlitten welche? Oder war das denn... Hm. Keine Ahnung. So, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Wir stellen jetzt den Charcoal Kiln einmal auf, setzen einmal ein Automaton rein, damit wir den einen Quest erfüllen. Und dann sind wir fertig damit. Ist halt ein bisschen blöd, aber... Dann haben wir hier die Kohleerzeugung. Und dann... Ja, wir müssen mal gucken, dass wir Amputesen amputieren können und Prothesen herstellen können. So, und hier... Ein Wegpunkt für weitere Erkunden. Warenhaus. Dreadnought. Das ist mir ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Wie lang? 11 Stunden. Komm. Ja. Es könnte unser Ende sein. Man weiß es nicht. Also ein bisschen Risiko müssen wir auch haben. So, okay, wir spielen hier weiter. Und das hier vor allem muss schneller gehen. Also das... Puh. Die Frage ist, wenn wir nun Manchester verlieren als Quest, ob wir dann das Spiel auch verlieren. Und das deswegen nicht hätten annehmen dürfen. Hm. Fragen gibt's, die sind gar nicht so leicht zu beantworten.
So, da es im Moment läuft, können wir uns auf diese Sachen konzentrieren. Oh, ich bin... So, wir müssen mal eben schnell wieder eine Forschung anschmeißen, fällt mir gerade ein. So, wenn wir hier jetzt einmal ein Automaton reinstellen, dann sollte das ja den Effekt haben, dass der eine Quest beendet wird. Das ist ja gerade unser Ziel hier. Wo ist denn das? Wo sind das hin? Nein. Wo ist es denn? Wenn du eins übrig. Da. Aus. An. Das soll ja als Kohleindustrie zählen, hoffe ich mal. So, und dann... Also Holz kriegen wir rein, Stahl ist noch so ein bisschen eng, das sollte man dann als nächstes wahrscheinlich mit dem Automaton einsammeln. Und wir haben die ganze Zeit nicht geforscht, das ist natürlich Todes, des Todes hier. So, wir können jetzt die ganzen Isolationen abarbeiten. Wir können... Eine Erweiterung für die Sägemühle, wenn wir noch eine bauen müssen, müssen wir eventuell... Hier kann man nochmal die Gathering-Effizienz. Machen wir erstmal das hier. Dann haben wir hier bei den Kohlen, brauchen wir vielleicht ein weniger Automatons. Sodass wir aus einem Kohlehaufen dann noch deutlich mehr rausbekommen. Ja, im Moment 30 pro Kohlehaufen. So, jetzt. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Jawohl. 3 Kerne. So, jetzt wieder die Frage. Riskieren auf dem Rückweg am Warenhaus vorbei? Ja, ne? Wenn wir die Kerne verlieren, ne, dann ist aber hier Achterbahn. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hoffe, dass das jetzt da als Kohleindustrie zählt, sobald der jetzt hier oben ist. Der feine Herr. Jawohl. Puh. So, also 3 Kerne, das heißt... Pause. Als erstes brauchen wir ein weiteres Automaton. Das brauchen wir immer automatisch neu. Allein schon, um wegzufliegen. So, aber das hier scheint nicht zu zählen. Und hier verbrauchen wir natürlich jetzt ohne Ende Bäume. Auf jeden Fall kriegen wir so, wir kriegen ja noch deutlich mehr Kerne. Das heißt, wir können jetzt auch noch riskieren. Hier läuft die Isolationsforschung. Ja, noch nicht angefangen, weil die Forscher ja schlafen. Ob wir da nicht dann doch, also scheint ja dann Coal Mining zu, aber hier ist auch Coal. Oder ist hier gerade kein Automaton drauf? Doch, aber es ist gerade nicht da. Ja, du liegst damit dran. Ja, pass auf, da machen wir... Also ich will erst diese beiden Sachen haben, dass wir... ja, den Stahl sehr zügig bekommen. Hierfür haben wir noch 9 Tage Zeit. Das heißt, wir lassen das Ding auch nochmal im Stahl suchen. Bäume. Bäume. Kohle. So, jetzt ist nochmal eine Stufe kälter. Und da haben wir auch wieder eine Stufe, wo wir mit der Kühlung arbeiten gucken müssen. Hier, ist zu kalt, ne? Machen wir mal an den Laden. Jetzt werden wir auch ein bisschen sehen, was unsere Kohle wert ist, die wir jetzt so gesammelt haben. Wo wir die ganze Zeit glaubten, und dann wird sich das jetzt bewahrheiten. Oder auch nicht, ob die denn hinreichend ist. Außerdem frieren die Einwohner. Ja,
Aber die Samen sollen überleben. Das ist ja erstmal das Wichtigere. So, die können weiterarbeiten, auch bei Freezing. So, und die Patrouille schicken wir wieder los. Sollen wir es riskieren? 18 Stunden. Wir riskieren es. So. Nahrungsversorgung bricht zusammen. Da müssen wir also auch einschalten. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ist ja ein bisschen Micromanagement, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können erstmal weiterlaufen lassen. Dann möglichst schnell hier den Stahl wegschicken. Dann haben wir noch 9 Tage dafür. Oh, oi, oi, oi. Wo ist der Stahl denn jetzt überhaupt hin? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht, dass der Stahl weg ist? Work time. Get back to work. Ja, jedenfalls schade, dass das nicht funktioniert. Aber umsonst erforscht. Haben wir denn wirklich keinen Stahl mehr hier rumliegen? Und das wäre nämlich noch das Praktischste. Bäume. Leider nein. So, wenn wir diese Hitzephase überstanden haben, können wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass mit Kohle wird reichen. Jetzt müssen wir nur, um diese Quest zu erfüllen, noch ein weiteres Automaton in eine Kohle, in eine Kohlemine stecken hier. Und hier können wir mal die Prothesenforschung beginnen. Das heißt, wir können dann demnächst auch Prothesen herstellen. Haben wir nicht noch ein Automaton übrig? Wir haben sogar 2 übrig. Was ist denn hier? Was ist das für eine Schlamperei, Garderol? Ja, wie nutzen wir das jetzt am effizientesten? Wie gesagt, reine Ressourcen, die haben wir nicht. Zweites Stahlwerk halte ich nicht für sinnvoll. Hier ist schon ein Automaton drin. Hier können wir noch Personal einsparen. Rund um die Uhr Forschung wäre geil. Das geht, ne? Das kann man auch erforschen. Oh Mann, Leute, ich weiß es nicht. Es wird langsam schwierig und spannend. Ich will das ja schaffen. Und beide Sachen ist echt hart. Hammer, hammer, hart. Aber gar nichts machen geht natürlich auch nicht, ne? Das Problem ist, dass wir alle Eisenvorkommen, die hier rumliegen, haben wir schon aufgebraucht. Und das große Stahlwerk, das könnten wir höchstens hier noch ein zweites hinstellen. Was kostet denn das? 40 Holz, 15 Stahl und nichts weiter. Das alles nur, um hier ein ganz bisschen schneller zu werden. Das heißt, in 2 Stunden sind wir eh fertig. Also das. Ah ne, 600 brauchen wir, ne? Komm. Wir müssen flexibel sein. Hinterher fällt denen ein, dass die noch was Gott was haben wollen. Und dann haben wir das wieder nicht. Dann stehen wir da. Dann haben wir Stahl, dann haben wir Bäume. Da kriegen wir gleich eh genug. Stahl kriegen wir auch eh genug. Und wir kriegen 4 Kerne. Das heißt, dann können wir auch wieder... Können wir eigentlich auch jetzt schon. Wie viel haben wir denn? 3 Prothesen würden wir brauchen. Kostet halt den Stahl. So, Gathering Post Insulation. Das heißt, dann können wir jetzt nochmal hier... Effizientes Gathering nochmal 15% schneller. Hier wird auf Arbeiter gewartet. 2 Mitarbeiter sind wieder frei geworden. Die stecken wir mal... Ich will auf jeden Fall noch die Lebensmittel hochkriegen.
Mit der... Ja, mal gucken. Kohle, ne? Das hier läuft. Und dann als nächstes Kohle-Mining. Da haben wir jetzt noch 9 Tage, 5 Stunden. Das sollte eigentlich reichen. Okay. Ich will doch die Kohlevorräte vielleicht noch ein bisschen anheben. Ich habe echt den Eindruck, hier wird Stahl verbraucht. Statt generiert. Was ist denn hier mit den Wegen? Warum sagt er hier keine Wege? So. Rohes Essen und Holz. Ja, und wir sollten, glaube ich, zurück. Weil jetzt haben wir hier 4 Kerne an Bord. Das will ich nicht riskieren. Das will ich nicht riskieren. Okay, und wir haben gleich schon wieder die Kältephase mit minus 60 Grad überlebt, liebe Leute. Und hier sind die beiden freien Automatons. Und da müssen wir wirklich noch eine Kohlefabrik bauen. Ey, das ist echt weniger Lager, mehr Verbrauch. Warum nicht? Können wir denn irgendwie die Lagerkapazität noch ein bisschen ausbauen? Ich weiß es nicht. Oh je. Einer hat eine Notiz im Care-Haus gelassen. Danke. Da der Arbeit, die wir machen. Die Hoffnung wird etwas steigen. Schön. So, wie gesagt, Prothesen sind in Arbeit. Das heißt, hier werden auch gleich die Wandelnden wieder wandeln können. Overtime-Work sind Abzüge. 2 Emergency-Shifts. Ja... Da müssen wir aber durch, liebe Leute. Wir wollen ja auch schließlich überleben. Und ja, bei der Nahrung würde ich gerne aufs Doppelte oder so raus. Das heißt, ich glaube, wir sollten dann auch nochmal schauen, dass wir noch mehr Nahrung produzieren. Irgendwann wird diese riesen Kältephase kommen und da würde ich gerne noch Nahrung haben. Und da haben wir jetzt effizientes Gathering, das uns hier vielleicht nochmal dann Automatons freischaltet. Wir haben, glaube ich, jetzt so viele Automatons demnächst. So, dass wir eventuell hier investieren können in 70 statt 35, Verdoppelung. Für 2 Kerne, ja, komm, das machen wir. Denn es sind ja noch Kerne unterwegs. Für die Automatons brauchen wir die, glaube ich, nicht. Oh Gott. Jetzt geht es hier auch schon langsam dem Ende entgegen. Aber ich glaube, hier diese Nahrungsverarbeitung, die reicht noch nicht. Also Kohle, glaube ich, schon. So, und hier können wir jetzt den Stahl rausholen mit einem... Und dann das nächste ist die Kohlemine dann vielleicht noch. Um diesen Quest hier zu erfüllen. Das ist echt komisch, dass das nicht zählt, ne? So, und damit kommt jetzt auch hier 7,6 Stahl die Stunde raus. Das heißt, dann haben wir das gleich auch erledigt. Das sieht doch schon besser aus. Und dann sollten wir, glaube ich, mal erforschen, dass hier in den Forschungseinrichtungen Automatons arbeiten können. Und dann wird es Zeit, nach Hause zurückzukehren. So, Prothesen haben wir durch. Dann würde ich jetzt 4 Kerne... Mein Automaton noch... weiß ich nicht. Lassen. Erstmal nochmal laufen. Aber hier forschen, das wäre cool. Automatonforschung. Ich forsche rund um die Uhr ohne die Schichtprobleme. Kohle passt. Temperatur würden wir sogar noch, wenn die Temperatur noch weiter fällt, Heizung anschmeißen können. Also selbst das wäre nicht das Problem. So, Rettungsschlitten bereit. Das heißt, jetzt brauchen wir halt das Automaton, das eine. Und zwar hier
Relief-Expedition. Ein Automaton. Wir versuchen den Leuten zu helfen. Ich glaube, es ist das Richtige. So, jetzt die Frage, was wollen sie jetzt noch haben? Okay. Mit einer Basisunterkunft, bla bla bla. Was die jetzt brauchen, ist Nahrung. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Okay. Gut, dass wir da in die eine Forschung investiert haben. Also, in der nächsten Folge geht's darum, unser Hothouse auszubauen, mehr Nahrung zu erzeugen, und zwar schleunigst, denn ihr seht es selbst, die Zeit läuft. Noch 8 Tage. Und wir haben Ressourcen bekommen. 4 Kerne, die 300 Bäume, rohe Nahrung und so weiter. Das trifft sie hervorragend. Alles weitere in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier aus Frostpunk. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.